2011 wahrscheinlich für euch hier ein riesiges Ereignis? Für die ganze Region ist es ein riesiges Ereignis. Wir hatten im Vorfeld ein gutes Konzept, eine gute Vorbereitung. Und jetzt sind wir sogar noch mit schönem Wetter belohnt worden. Und es hat für Familien, für alle Besucher ein tolles Angebot. Wie hast denn du jetzt die Bevölkerung von Breitenbach erlebt in der Unterstützung für das Event? Die Unterstützung ist sehr gross, nicht nur von der Bevölkerung von Breitenbach, sondern vom ganzen Lüsseldal. Weil der Organisator ist der Gewerbeverein Lüsseldal und das ist von Breitenbach bis hinten ins Beibel hinten. Und die Unterstützung haben wir bekommen vom Zivilschutz für den ganzen Aufbau und Abbau von dieser Infrastruktur. Das ist eine gewaltige Arbeit. Und die zweite Unterstützung, die wir sehr erwähnen, ist die Feuerwehren Breitenbach, Biesrach und Erspel. Das ist auch eine regionale Kooperation jetzt für diesen Anlass, die zusammen den Verkehrsdienst regelt. Und selbstverständlich, wenn man hier schaut, haben wir die Infrastruktur von der Gemeinde Breitenbach. Das ist Mehrzweckhalle Grien. Und das ist eine optimale Infrastruktur, für so eine Gewerbeausstellung durchzuführen. Und die Gemeinde Breitenbach hat uns besonders gut unterstützt in dieser Sache. Wenn man jetzt sieht, mit wie viel Liebe das hier wirklich zu Werk gegangen ist, kann man davon ausgehen, es ist jetzt eine Durststrecke vorbei, sind neue Ideen da, dass die Gewerbler wieder aktiver auch an die Kunden herangehen? Für uns als Organisator, wir sind völlig überrascht worden, jetzt, wie die Stände sich, wie sich Gewerbler kreativ zeigen. Und es ist wirklich eine tolle Sache, weil alle können sich jetzt an dieser Gewerbeausstellung mit den Kunden abgeben, mit bestehenden Kunden. Sie können neue Kontakte knüpfen. Und wenn man durch die Gewerbeausstellung durchläuft, hat man total lachende Gesichter und zufriedene Gesichter. Und das ist eigentlich eine Bestätigung für jeden Gewerbler. Und hier im Lüsseldal hingegen hat es sowieso einen besonderen Stellenwert. Wenn man jetzt die Gewerbeausstellung anschaut, das ist wie ein Volksfest. Es hat auch einen Wettbewerb gegeben hier an der GAP. Und zwar ist der interessanteste Stand prämiert worden. Das ist der Stand von der Albin Bohrer AG. Jetzt möchte ich gerne von euch wissen, was habt ihr euch überlegt? Habt ihr wollen gewinnen oder habt ihr wirklich einfach gesagt, jetzt machen wir ein totales Highlight für Kinder und Familien? Also wir haben nie gedacht, dass wir gewinnen, oder? Wir sind total überrascht, wir hatten eine riesen Freude. Wir haben natürlich mit den Kindern und alles zusammen haben wir schon eine gute Sache gemacht, finde ich. Und ich war stolz, dass wir den Preis bekommen haben. Wir sagen doch, Dankeschön an die Jury. Und doch, super gewesen. Elvira, wie war denn das für dich in dieser Zeit? War er denn erträglich, als er diesen Plan entwickelt hat? Oder bist du jemand am Ende noch dahinter gesteckt? Nein, ich bin nicht viel dahinter gesteckt. Die Tochter, die Nicole, die hat Haufen, das war unsere Managerin. Die hat also viel gemacht. Wie muss man sich denn jetzt das vorstellen? Das ist ein riesen Aufwand. Die haben ja so viel Material angeschleift. Wie haben die das bewältigt? Das ist eigentlich nicht so ein Problem bei uns. Wir haben viele Leute, die mitmachen, wir haben gute Leute, die dahinter stehen und das hat, so klappt das nachher auch, oder? Hans Herner, eine Sanitär-Ausstellung hier auf der Gewerbeshow, was bringt das heute noch? Weil die Leute wissen ja eigentlich, was sie wollen. Guter Kontakt zu den Kunden, man kann Kunden gut begrüßen einmal, mit einem Gespräch führen, das nicht unbedingt mit dem Geschäft zu tun hat. Man kann Freundschaften pflegen. Und auch die Kundschaft, die man vor Jahren hatte, wieder mal begrüßen und fragen, wie es aussieht, ob sie zufrieden sind. Also es ist eine tolle Sache. Was gibt es denn für Neuerungen auf dem Heizungssektor? Ich meine, das ist im Moment wirklich ein Thema auch mit der Energie. Spezifisch Solar. Sei das thermisch oder Photovoltaik, das ist die Zukunft. Naturwärme, sei das Pellet, Schnitzel, Stückholz. Einfach, was man von der Natur gewinnen kann. Stefan, DBM steht natürlich einerseits für den Strom, den wir haben in der Region, aber andererseits bietet DBM noch ganz viele andere Sachen an. Ich sehe hier plötzlich Telekommunikation und Fernsehen. Um was geht es jetzt? Also DBM Telekom hat ja einige Kabelfernsehnetze übernommen im Tierstein, hier in Neckarberg und im Münchenstein. Dort bieten wir Fernsehen, Digitalfernsehen, HDTV, Internet und Telefonie an. Und auf der anderen Seite die wir auch Vernetzungen machen, Glasfaservernetzungen von ganzen Industrie- und Gewerbezonen. Wir haben Datencenter, wo Firmen können ihre Server an einem sicheren Ort deponieren, aufstellen und betreiben mit 100% Stromverfügbarkeit sozusagen und Connectivity in die ganze Welt raus. Du hast die Vernetzung angesprochen. Geht denn DBM jetzt hier einen Einzelweg oder dient ihr jetzt auch mit anderen zusammen?
Also wir tun in den Gebieten, die wir nicht selber abdecken können, mit anderen Partnerfirmen zusammenarbeiten, als Unterlieferanten, damit wir weit über unser eigenes Gebiet raus, also unserem klassischen Stromversorgungsgebiet darüber aus können, auch Dienstleistungen anbieten. Fitness ist ein Thema, das immer mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Michel, auf was für einem Velo hockst du jetzt? Ich sitze jetzt auf einem Velo, das eigentlich speziell für Herzpatienten sind. Sprich, das heisst, Leute, die einen Herzinfarkt hatten und jetzt wieder mal so aufs Herz schauen, wo speziell auf den Puls schauen, oder? Ja, aber was ist denn jetzt an diesem Velo anders als zum Beispiel am Modell nebendran? Ja, was vor allem anders ist, ist der Puls, der viel genauer ist. Man muss dann auch mit einem Brustgurt trainieren. Zum Beispiel bei denen trainiert man alles nur mit einem Nachklipp. Und bei diesen Geräten wird man auch vom Arzt selber darauf hingewiesen und auch durch einen Arzt kontrolliert. Kommen denn die Leute erst zu euch, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn sie es wirklich dringend brauchen? Oder gibt es auch Leute, die das ein bisschen präventiv anschauen? Ja gut, bei diesen Geräten kommen sie vielleicht nur, wenn sie einen Unfall gehabt haben oder wie gesagt einen Herzinfarkt. Die Geräte, die wir nebendran sehen, das ist eher für die Leute, die daheim Fitness machen. Aber das Gerät, das ich jetzt so drauf hocke, das ist eher für Leute, die Herzprobleme haben. Natürlich darf auch eine Bank nicht fehlen an einer Gewerbeausstellung. Was ist denn eure Kernaufgabe jetzt, wenn ihr auf die Kunden so nah zugehen könnt, müsst ihr wieder Vertrauen schaffen? Vertrauen schaffen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Also wir als Basel Landschaftliche Kantonalbank sind ja eigentlich auf dem Boden geblieben und haben die Geschäfte gemacht, die wir verstehen, als ein klassisches Bankgeschäft. Und von dem her hat jetzt unsere Bank, die Basel Landschaftliche Kantonalbank, eigentlich nicht die Aufgabe, hier wieder Vertrauen zu schaffen, sondern uns geht es hier darum, Kundennähe, dass wir hier für Kunden hier sein können, mit ihnen kurz reden, vielleicht auch ein Glas Wein trinken. Einfach das ist das Ziel hier von der GAP 2011 hier in Breitenbach. Willi, jetzt habe ich mitgekriegt, Kantonalbank gibt es hier in Breitenbach schon seit 1999. Erzähl mir mal, wie haben denn das alles aufgebaut? Das ist ja aus dem Nichts entstanden. Ja, das ist eine sehr spannende Zeit gewesen. Wir haben hier angefangen, vor 12 Jahren, wie du das richtig sagst. Und wir haben mit keinem Kunden, also wir waren in einem Container zuerst gewesen am Anfang, wir hatten keinen Kunden gehabt, nichts. Und das aufbauen, das ist heutzutage schon etwas Einmaliges. Und wir waren ein gutes Team, wegen dem war das möglich. Und uns hat natürlich Mut der Basel Landschaftliche Kantonalbank als nötigen Background gegeben, dass man das machen konnte. Und es ist wirklich, wenn man zurückblickt, was wir erreicht haben in diesen 12 Jahren, ist das sensationell. Aus SRAF wagt sich wieder einmal in die Öffentlichkeit hier an der Gewerbeausstellung. Amanda, sag mal, SRAF, man geht nicht wirklich so gerne, aber im Grunde genommen ist doch gar nicht so eine üble Institution. Das ist ja so. Darum sind wir ja immer an diesen Gewerbeausstellungen hier im Laufental, die stehen, weil wir wollen rausgehen, wir wollen zeigen, dass wir an die Öffentlichkeit gehören und dass die Leute zu uns kommen sollen, weil es ist überhaupt kein Schande, aufs RAF zu kommen, weil wir haben so gute Dienstleistungen, wo wir für die Firma wie für eine Stellensuchende können etwas anbieten können, was für alle stimmt. Wie sieht denn die Situation aus? Wird es besser? Geht es vorwärts? Das ist eine gute Frage. Im Moment sehen wir dahinter, dass es eine Stagnation ist. Wir haben zwar nicht mehr so viele Abmeldungen wie auch schon, aber wir haben auch nicht so eine riesige Zunahme an Anmeldungen. Im Moment ist es ausgeglichen, der Arbeitsmarkt. Dahinter kann ich es so sagen. Ja. Sehr populär ist mittlerweile auch Helikopterrundflug an solchen Anlässen. Bei mir ist der Hans-Peter Böhi. Hans-Peter, wie fühlt es sich denn an, wenn du natürlich als alter Profi dich jedes Mal wieder frisch in die Luft aufschwingst? Also alter Profi, ich fliege erst seit 20 Jahren Helikopter, aber wenn man abhebt, das ist einfach so etwas Tolles. Man geht weg von der Erde, man kann eigentlich dort durchfliegen, wo man selber will. Man hat schon noch ein paar Lufträume, die man muss irgendwie beachten, militärische auch und so Sachen. Aber grundsätzlich hat man eine Freiheit, die sensationell ist. Man hat keine Radar. Anlagen, man kann Gas geben, man kann das Terrain kann man geniessen, es sieht einfach schön aus, man hat zwischen ihnen eine Wolke, wo man kann umfliegen kann, also es ist einfach fantastisch. Was war das Verrückteste, was du je erlebt hast? Hast du mal jemanden unterwegs wirklich wieder zur Raison bringen oder was ist passiert? Also eigentlich sind alle Helikopterflüge verrückt, aber verrückt schön, würde ich so sagen, oder? Am schönsten ist, wenn jemand
irgendwie will ins Wallis fliegen, das Matterhorn anschauen. Man kann auch dort in Zermatt landen und wieder zurückfliegen. Das sind einfach auch für mich selber ganz tolle Erlebnisse. Jetzt weiss ich aber normalerweise, Helikopter fliegen, das kann man nicht jeden Tag machen. Du hast gesagt, da gibt es auch Leute, die plötzlich mal das Matterhorn anschauen möchten. Also meldet man sich dann bei dir einfach telgel und dann kann man einen Helikopter buchen und ab. Mich kann man telefonieren, bin auch im Telefonbuch. Ich kann sogar die Leute daheim abholen, wenn sie an der Peripherie, also am Rand vom Dorf, wohnen. Kann ich sie muss einfach einen Sicherheitsabstand von 100 Metern machen und dann kann ich die Leute abholen und irgendjemand anfliegen. Wir können in Jura gehen, das ist nicht so weit. Man kann irgendwie einen dreiviertelstündigen Flug machen. Kostenpunkt ca. 1000 Franken für so etwas. Man kann vier Personen mitnehmen. Wir gehen jemand an, gehen zu Vieri essen. Das kann eine Hochzeit sein, ein Geburtstag sein, ein Geschäftsanlass sein, wo man einfach so etwas kann. Aber wir können bei mir.